dem großen Männerfinale in Paris fiel heute der Startschuss für die zweite Auflage der Tour de France Femmes. Rund 400 Kilometer weiter südlich gingen die 154 Fahrerinnen auf die Strecke. In 190 Ländern wird im TV übertragen. Aber erstmal gibt es noch ein paar Autogramme für die Fans. In Clermont-Ferrand ging es heute los, über 123,8 Kilometer. In 8 Etappen müssen 960 Kilometer mit über 14.000 Höhenmetern dieser Tour de France der Frauen bewältigt werden. Die Königsetappe ist zweifelsohne das vorletzte Teilstück mit der Bergankunft auf dem legendären Col du Tourmalet. Auf 2110 Metern Höhe wird wohl die Vorentscheidung über den Gesamtsieg fallen. Am Schlusstag steht dann nochmal ein Einzelzeitfahren in Po über 22,6 Kilometer auf dem Programm. Um 12.30 Uhr ging es los bei 26 Grad. 27 Niederländerinnen mit dabei, 21 Französinnen, 6 Deutsche, 3 Schweizerinnen und 2 Französinnen im Aufgebot dieser Tour de France. Eine Aufgabe mussten wir vermelden. Die Spanierin Miraira Beneto musste das Rennen leider vorzeitig aufgeben. Immer wieder zum Beginn die einzelnen Attacken zu sehen, aber keine Fahrerin konnte sich ganz entscheidend absetzen. Dann probierte es aber die 26-jährige Polin vom Ceratizid WNT Pro Cycling Team Marta Lach. Sie konnte einen kleinen Vorsprung herausfahren, wurde aber wieder gestellt. Hinten Action im Feld, immer wieder auch Stürze zu sehen. Alle Damen konnten das Rennen aber fortsetzen. Bei Kilometer 97,1 wartete dann der Sprint auf die Damen und den sicherte sich Elizabeth Deignan vor Ashley Mohlmann. Die größte Herausforderung des Tages wartete aber noch bei Kilometer 114,5. Die Côte du Toll, 1,7 Kilometer lang, 7,3% durchschnittlich steil. Und mit 9,3 Kilometer vor dem Ziel könnte man da auch mal was probieren. Die Damen sind da richtig hart in diesen Anstieg hineingefahren und das sah man jetzt auch. Also viele hatten Probleme bei ca. 20, 21 km/h, fielen zurück. Dann die Attacke von der belgischen Meisterin Lotte Kopecky. Sie holte sich ja im Straßenrennen den Titel und auch im Zeitfahren. Sie holte sich die 3 Punkte ab und damit war sicher, sie ist die erste Trägerin des Bergtrikots dieser Tour. Lorena Webes zu sehen, sie konnte sich also mit über den Berg retten. Auch Marianne Vos, Charlotte Kohl mit dabei. Aber vorn die belgische Meisterin, die sich jetzt in diesem Augenblick nochmal umdrehte, hatte einen Vorsprung von 17, 18 Sekunden. Und hinten hat man sich nicht organisiert. Da stand es dann ein bisschen still, hat man sich angeguckt und diese Chance nutzte natürlich die belgische Meisterin. Dann ging es rein ins Finale, auch Marianne Vos mit dabei. Ashley Mohlmann, Demi Wollering ebenfalls mit in dieser Gruppe und natürlich auch die italienische Meisterin ebenfalls mit in der Gruppe dabei. Lotte Kopecky holt sich ihren 30. Sieg in ihrer Karriere und das bedeutet auch, das ist der erste belgische Sieg bei der Tour de France der Frauen. Mit 41 Sekunden Rückstand kam Lorena Wiebes vom Team SD Works Pro Time ins Ziel. Doppelsieg also für die Mannschaft. Rang 3 ging an Charlotte Kohl vom Team DSM Firmenich. Vierte wurde Marianne Vos. Und sie holte nicht nur den Etappensieg, sondern sie übernahm auch das gelbe Trikot. Sie hat das Punktetrikot auf ihren Schultern und auch das Trikot der besten Bergfahrerin. Die beiden Top-Favoriten auf den Gesamtsieg kamen zeitgleich in der ersten Gruppe ins Ziel. Demi Wollering wurde Sechste, Annemiek van Vleuten belegte Rang 13. 2 Positionen vor der Titelverteidigerin landete die deutsche Meisterin Liane Lippert auf dem 11. Platz. Und sie darf also als Führende auf die 2. Etappe gehen. Nach 3 Stunden, 3 Minuten und 59 Sekunden fuhr sie heute also ins Ziel. Grün auf den Schultern von Lotte Kopecky und auch das Bergtrikot. Sie geht also als Spitzenreiterin morgen auf diese 2. Etappe der Tour de France Femmes Avec Zwift über 151,7 Kilometer.
Und es wird schwer. Es geht Richtung Süden. 4 Bergwertungen der 4. Kategorie, eine der 3. und eine der 2. Kategorie. Es wird also bergig. Und wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind auf dieser 2. schweren Etappe.